immer vorgestellt. Haben wir alle schon. Singapur. Hatten wir vorne auch. Hockenheim. Ich nicht. Hockenheim. Hockenheim, da muss ich nur umswitchen, die 2014er Saison. Verrat doch nicht alles. Ja. Dann machen wir San Marino, Imola. Wann ist der letztes Mal gefahren? 1988. Weil 2006 wurde das letzte Mal gefahren. 2006, okay, dann brauchen wir jetzt nicht 2006, bitte. Mirko schickt das per PDF, das ist etwas komplizierter. Dann fahren wir Monaco. Also, im Prinzip füllen den Typen, der was noch Zeiten braucht, noch Monza und Österreich, ne? Wer war denn das? Mir füllen noch alle Zeiten, aber das ist mir auch wurscht. Also, okay, dann fahren wir wurscht. Panzi kommt in Liga 1, von daher. Also ich bin für Singapur. Wenn Sochi alle Nein sagen, okay, dann bin ich für Singapur. Da bin ich für Monaco. Ja genau, lass uns doch mal eine Runde Monaco fahren, Jungs, komm. Was ist Ja genau. Was ist Der Dalli war Singapur. Was ist ey? Juckt die Nase oder was ist los? Ja, ey, die Nase juckt. Ja, Panzi hilft dir. Kein Problem. Ist das hier alles auf Englisch jetzt oder? Nee, jetzt fahren wir weiter runter. Setz ihm das doch mal eben kurz ein, dann ist er gleich fertig. Wisst ihr denn den Unterschied zwischen Oettinger Bier und einer Muschi? So, dann sagt's einfach mal. Wer ist für Monaco? Ich. Danke, dass du jetzt meinen Witz auch kaputt machst hier. Ja, Oettinger ist leichter. Drei Leute. Wer ist für Singapur? Ne Muschi ich hört irgendwann auf, einer Piste zu reden. Ich. 15 Leute. Was? Ich hab's gerade nochmal gehört. 15 von 5. 3 war für Monaco. 3 gegen 1. Stopp. Nice. Bei mir kann so genau unter der Strecke und über so. Ach so, den Mode-Button hier unten, okay. Da unten. Die Strecke, da unten. Während Sie das USB-Kabel des Lenkrads. Wir fahren Kanada. Nee. Oder macht er. Doch, Kanada wäre auch cool. Doch, ich doch. Der Mirko sagt uns noch, was für Strecken ist. Ja, warte mal kurz, ich probiere das hier. Ich glaube, es ist verboten, dass sie was machen darf, also darf er die Strecken aussuchen. Mir ist das egal, Hauptsache ich kann nicht. Okay, also habt ihr gehört? Kawasaki. Haben wir nicht gehört. Egal, okay, dann nehmen wir den Zufall. Ja, machen wir Zufall. Monaco. Monaco. Ja, Zufall wäre auch was Tolles. Jawoll! Erste Mittelstelle. Alles klar. Hast du mal einen Schritt? Ja. Wunderbar, dann dauert es nämlich. Hast du den rot oder in grün leuchten, Mirko? Jetzt leuchtet er grün. Musst du nochmal drücken, also rot für PC. Drückt das nur oder nur einmal kurz? Das weiß ich jetzt nicht. Wenn ich drauf drück, ne. Wie lange festhält? Ja, da hat man doch jetzt einen Schiebregler, oder? Ja, wenn ich länger gedrückt halte, dann springt er um von rot auf grün. Beim Ding haben sie es nicht, beim D500. Ah. Das ist nur beim D300. Musst du kurz drauf drücken und loslassen, dann springt und die dann Farbe um. Auf rot, ne? Ja. Ja, gut. Dann bin ich dabei. Yeah! Lass dann los, dann bitte mein. Und ich bin weg. Viel Spaß euch noch, gell? Wie? Hau rein, Oli. Lass bei, ich wünsch dir was. Hau rein. Ciao. Wo ist denn Mirko denn? Da ist er ja. Eingeladen. Bitteschön. Aha. Passt. Mirko kriegt also schneller eine Einladung als ich. Ich muss ein ganzes Rennen warten. Ja, bei dir haben wir schon Rennen zusammen gewesen. Hättest du in der Schule besser aufgepasst, hättest du auch mitfahren dürfen. Nein. Alter Schwede, der Spruch ist wohl für alles cool, ha? Herr Baum hat gesagt, dass ich gut war in der Baumschule. Ja. Das ist nicht schlecht. Der kann das ja gut sagen, so als Baum, ne? Oh. Wann krieg ich denn eine Einladung? Gar nicht? Ach, Panzi, sorry. Ja, ich meine nur so. Mach dir nichts draus, Panzi. Ja, ich bin's gewohnt. Ja. Bitteschön.
Ich werde immer hier gemobbt und so. Ich dachte hier, der Stefan hätte dich gleich wieder eingeladen. Ich hoffe, er hat drin gesagt, wenn ich jetzt wissen muss, was. Stefan hat sich im Namen gejuckt, er wollte eigentlich Panzi einladen, hat aber mich eingeladen. So, dann kann ich mal bohren. Wo ist der Panzi denn? Der ist ja schon eingeladen. Nee, warte mal kurz hier. Jawohl, Panzi, seht doch, hau jetzt drin. Ja, hast du eh drin. Setz mich nicht ein. Hallo? Oh, wir haben aber eigentlich eine ausgeschickt. Wie, du hast den Panzi drin? Ihr seid ja so weit auseinander. Komm, ihr könnt Socken zerstrecken. Ja, Panzi. Mir ist das egal. Das ist doch nicht egal, Socken strecken. Ja, ich versuche es gerade, aber irgendwie... Also ich bin für Singapur oder Sochi. Hast du wieder begrenzt hier auf so und so viele Leute? Nein, es sind 16 Leute drin. Also ich habe nochmal eingeladen jetzt. Ja, irgendwie schmackt es gerade ab hier. Geht. Boah, was ist denn hier los jetzt? Ja. Okay. Jetzt müssen wir erstmal alle stumm schalten. Ich habe hier so viel Echo. Alle stumm schalten. Ja, weiß ich nicht. Mach... Sochi oder was weiß ich. Nein, egal. Hau ab. Zufällig. Mach Monaco. Was nehme ich denn jetzt für ein Auto hier? Verdammte Axt. Nimm eins mit vier Rädern. Warum mach Australien jetzt? Meine Frage, warum fahren ja eigentlich so eine seltsamen Strecken, die man eher weniger gern fährt? Ja, das ist ja relativ, ne? Die man oft gern fährt, die haben wir alle schon doppelt und dreifach durch. Ja, genau. Und Sochi haben wir zum Beispiel noch gar nicht gefahren, also das war ich da nicht dabei. Okay. Oder kann er jetzt aufhören mit Mexiko. Sochi, ey. Da haben wir uns letztes Jahr so satt dran gefahren. Kuala Lumpur. Ja, komm, fahren wir Australien. Ja, mir ist es ja grundsätzlich egal, aber ich will ja wissen, wie ihr halt tickt. Oh, drücken wir jetzt mal, sind wir jetzt alle bereit, oder? Ja, ich denke, wir sind bereit, ja. Panzi, ich bin da. Ja, komm, Australien ist auch okay. Ja, da gewinne ich mit. Ich stelle mich hinten auch in Bord. Da habe ich nämlich schon mal ein Setup für gebaut. Hey, Wundling. Ja, Wahnsinn, für die alteste Strecke. Er seid ja mit seinem Haus zugange, ist baut er nur noch, ne? Kannst noch mehr machen, ne? Ist ja gar nicht Sochi. Und meine Exopte ist Sochi. Hat aber doch schon ein bisschen ähnlich, gell? Ja, mobb mich ruhig. Ich werde mir gar nichts mehr wünschen. Habt ihr jetzt davon? Sehr gut. Ja, wir sind ja auch hier nicht bei Wünsch dir was, ne? Und was anderes wollten wir doch die ganze Zeit nicht. Was, wie wir das jetzt machen? Wir sind jetzt dann in Quality und dann sagen Molly, wir sind aber jetzt nicht. Stefan, rede aussehen. Mal bitte weniger, ja? Dann geht dein Internet schneller. Etwas schneller. Ich rede so lang und so laut, ich will! Wie ist er gar nicht Monaco? Das ist ein Haufen, ja. Singapur ist die Strecke ganz schön hell, oder? Mirko, das ist deine Lieblingsstrecke. Jawohl. Ach, deswegen fahren wir die. Wenn du jetzt auch noch auf OK drückst, ist alles gut. Nein, ich bin am Ladebildschirm, kann nicht auf OK drücken. Also du hast einen ganz komischen Internetanbieter. Ja, ich weiß nicht. Polskinet. Ja, nein, irgendwie sowas. Das sind wahrscheinlich nur die Adolf-Leitungen. Jetzt geht's weiter, Jungs. Die geht noch über Sibirien, ne? Nein, ich glaube, die beziehen die Leitung aus Ungarn drüben mal. Ja, das Internet billiger, ne? Ihr seid meine Fähigkeit. Haben sie gestern gezeigt, irgendwo die leben da sogar unter der Stadt in so. Hast du das auch gesehen? Bei 50 Grad, ja, extra oder was das war. Aber das war in Rumänien. War das nicht Ungarn? Ja, das ist dasselbe. Nee, das war in Rumänien, aber das ist ja eh alles dasselbe. Die Wettervorhersage für diese Session ist gut. So, was nehmen wir denn hier? Versuchen wir den mal. Okay, ein Set abgemischt. Jawohl. Da wollte ich doch gar nicht hin. Fertig, bereit. Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Ey, jetzt musst du jetzt schon hinterher. Ich werde jetzt erstmal abschließen noch.
Anziehung auf Bord. Oh, fuck. Jetzt schon wieder. Kommt doch mal lecker. Okay, wir alle stehen hinter dir. Zeig uns eine tolle Runde. Pass auf, dass du das Auto beim Aufwärmen nicht überlastest. Sorry Jungs, ich muss nochmal auf Fahrt durch, ich muss nochmal raus, der hat meinen Lenker. Ja. Oh. Thank you.
Okay. Ja, ich bin raus, ich muss essen. Peter. Ciao. Alles fertig. Thank you.
Zweimal die Kurve abgekürzt bekommen.
Sebastian Vettels Leistung im Qualifying wurde frenetisch bejubelt. Bei ihm lief alles wirklich wie geschmiert. Ganz schön knapp, wa? Ja. Hansi fährt schon auf deinem Niveau, Stefan, oder wie? Nee, fahr ich nicht. Nee. Ui. Stefan ist nur vier Zehntel hinter mir. Ganz allein. Du bist nur 2 Zehntel hinter mir, oder 3 Zehntel. Ja, aber... Ich begrüße Sie aus dem Orbit Park in Australien zum heutigen Rennen. Ich denke, das wird ein Klassiker. Erste Kurve falsch, etwas weiter. Abgekürzt. Es stand nicht ab. Ja, ist okay. So. Aber es war schon extrem. Stand passiert. War regelmäßig dann da. Was das Lenker. Das ist schwer hinter ein Herz zu fahren, ja. Ja, voll der Halle lenkt. Sorry. Ja, glaube ich auch. Der hat so hart. Der Bruder. Voll reingefahren. Ja, er hat sehr viel Platz. Ach, liebe Nein, ich tue euer Rennen einmal angucken. Keine Kurve von der PDA. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Thank you.
Fahrer sieht schon stark mitgenommen aus. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er komplett bosslos ist. Halt die Augen offen. Oh. Ja, und mies vertan, ne? Ja. Ich? Ja. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe. Oh oh. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Alter Schwede. Hast du das Manöver gesehen? Ja, ich hab so Quietschen gehört. Thank you.
Wagen hast du? Hast du deinen Stopp schon hinter dir oder wie? Ja. Du bist also Jay. Ja, ich bin ganz bereit. Nur das kann jetzt schwer werden, da meine Reifen erschossen. Sehr weit durch sind. Gut, 50% Benzin. Wir haben 50% des Startbenzins übrig. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Dein Vordermann hat weniger als eine Sekunde Vorsprung. Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter.
Ich blöd, Mann, ey. Wieso? Ich bin vor der Wand gefahren. Mein Flügel ist kaputt. Ach komm, dann geh ich auch nochmal in den Kopf. Das ist super für den Mal, ne? Das ist doch fun. Ich dumm, ey. Acht Sekunden. Kann ich vielleicht noch schnell zu Runden sein, dann bin ich glücklich.
Ja, wir haben da in der zweiten Kurve die Schüssel weggegangen. Ich? Was machst du denn das? Weil hier mal am Lenkrad rumfummel so zwischendurch. Das ist nicht so gut, dann fährt man vor der Wand und so. Der Bremspunkt weg, ne, Stefan? Ja. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Bremst ja da bitte Stäbe, ist egal. Ich bin in 13 Sekunden dran. Wenn zum Glück orientieren wir nicht nur an die Schüler. Oha! Das ist ein Stück, Alter. Jo. Aber auch sehr schön gemacht von ihm, mit reingezogen. Was, jetzt geht mir ja das Spiel aus, wie ich den Dreh rein. Der letzte Kurven nämlich. Bin ich gar nicht weggefahren. Stimmt die Anzeige denn? Ja, auf die schaue ich nicht. Komm, ich will es noch nicht. Oh, ein. Schönes Ring, Jungs, schönes.